Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Legendäre Rage-Stunde fängt gleich an mit dem neuen. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Der blaue Gin einfach. Ich habe noch keinen. Der ist seit gestern am Start, für euch vorgestern. Wieder in der Nachbarschaft. Bisschen raiden, bisschen die Nachbarschaft supporten. Und außerdem bin ich faul. Ich habe nicht wirklich Bock, irgendwo weit weg hinzufahren. Und das meiste habe ich eh auf Gold. Also demnächst, beim nächsten Agenda-Event wird das eh alles Gold. Also wieso da extra nochmal hinfahren? Vor allem in die Arenen, die ich noch brauche auf Gold, da finden eh keine Raids mehr statt. Also die beliebten, populären Orte, meistbesuchten Orte, wo man viel raidet, die habe ich jetzt eh schon auf Gold. Also auf jeden Fall wollte ich hier ein bisschen die Lage abchecken. Auch wenn nichts von mir durchkommt, ich schaue immer trotzdem, ob man hier und da was einreichen kann. Ich wollte jetzt die Mauer einreichen als Graffiti-Mauer. Ich weiß, Graffiti kommt nicht so gut an. Lieber was, ein Bild oder so, was halt künstlerisch ist, und Tags und sowas kommen eigentlich fast nie durch. Aber da hinten ist eins, das ist halt Graffiti-Mauer auf der Panzerwiese. Und dann dachte ich mir hier, vielleicht einfach Graffiti-Mauer an der Panzerwiese. Ist eigentlich genau dasselbe, nur eins ist mitten drauf und eins ist hier. Aber ich habe gesehen, dass hier ein schönes Bild entstanden ist. Das gab es noch nicht immer, aber das ist besser als ein bisschen gekritzelt. Also das sollte eigentlich durchkommen. Also wir machen, ich glaube, maximal 4, weil 2 Arenen sind wieder mal blockiert. Nein, Tick. Also maximal 4 von dem, was eigentlich an sich auch reicht. Und den gibt es sogar in der PvP-Liga als Belohnung. Man dachte ursprünglich, das ist ein Bug. Und jeder flippt so aus, boah, sogar ich. Ich habe den auch gemacht dann, also die Liga. Und überraschenderweise habe ich sogar jedes Mal die 4 Siege bekommen. Nur, leidenderweise, richtig leiden, habe ich Medity und Floink bekommen. Und ich denke mir, Alter, Medity. So ein... Ah, naja, auf geht's, Raiden. Und einen Glückstausch haben wir heute auch noch. Check das Video von gestern ab. Da habe ich endlich das große Update gemacht, denn das Ziel war ja, jeden Tag im Februar einen Shiny Lucky Tausch zu machen. Mindestens. Das war ja Event und da konnte man auch 2 machen. Habe ich geschafft. Dementsprechend ein Update. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja, wir haben aber immer noch mehr als genug Glücksfreunde. Dementsprechend wird da noch mehr getradet. Und 2 neue 100 habe ich. Die zeige ich euch auch gleich noch. Es geht los, Leute. Mein erster. Ich glaube, der ist Flug. Flug Elektro, kann das sein? Nee, der ist blau. Doch, doch, der ist Elektro. Ja, Flug Elektro. Hatte ich das doch richtig in Erinnerung. So, erstmal raus mit dem Kleinen. Der hat nämlich keine Pokémon, keine Beleber, gar nichts. Der schnurrt sich immer nur durch und fängt dann das Legendäre und dann tauscht das hier irgendwann rüber. Alles hier illegal, Leute. Alles illegal. So. Voltolos heißt er. Jetzt weiß ich's. Und 1911 war, glaube ich, 100. Habe ich vorhin auf Twitter gesehen. Grüße gehen raus an Alina. Sie hatte nämlich einen, anscheinend beim zweiten Raid oder so. 1911. Hatte der andere nicht auch 1911? Haben die alle die gleichen WP? Wer weiß, wer weiß. Oh, der kann, ja. Nicht die richtige First Attack. Boden. So. Das ging doch schnell. Und 1862. Tot. Levelaufstieg. Genau. Ein paar Levelaufstiege habe ich noch. Auch wenn ich mit den meisten schon beste Freunde bin. Seht ihr gleich noch. Ich nochmal mit dem Pokédex-Eintrag und Thumbnail. So, großes EP-Update. Groß. Ihr wisst, was ich meine. 100k, Grüße gehen raus. La Vida Loca. Angel, Grüße gehen raus. Und Aki, Grüße gehen raus. Er hat irgendwas Saftiges für mich, falls wir mal Glücksfreunde werden. Und das war's auch schon. Und 100k noch von dem Kollegen hier vor mir. Großes EP-Update. 297.735 Millionen. Also es fehlen noch 2,2 Millionen. Nicht mehr so raid-freudig, die Leute. Aber Wochenende, Shiny Darkrai am Start. Und ich bin am Start.
Raid 2 auf jeden Fall. Giratina muss ich mal schauen. Falls die Leute Bock haben, also ich meine, ich kann 100er gebrauchen, wieso nicht. Und für euch saftiges Videomaterial. Und Kobalion, der kommt dann noch in Shiny. Da sind glaube ich auch viele am Start, weil spezielle Attacke, Shiny neu. Und auch da kann ich noch einen 100er gebrauchen. Ich hatte da bei dem 398er, obwohl ich echt nicht viel geradet habe. Zeit für das 100er. Und Lugia kommt auch zurück. Lugia war schon sehr oft zurück. Neue Attacke. Aber ob das Leute motiviert? Ich meine, ich brauche noch einen 100er Lugia. Aber ja, schauen wir mal. Und schauen wir mal hier. Voltolos. F wäre schon saftig jetzt. Ne, genauso schlecht wie der andere. Genauso schlecht wie der Grüne. Bei mir habe ich auch keinen guten bekommen. Hund Nummer 3. Ich muss euch später noch was zeigen. Einer der Kleinen hat einfach schon 3,98er. Von dem letzten hat er einfach 2,98er hintereinander. Und jetzt der erste von dem direkt wieder 8,98er. 19,06 oder 19,08. Irgendwie sowas. Und wir haben 18,54. Geht das überhaupt noch schlechter? Leidend. Ein Versuch haben wir noch. So, der letzte für heute. 2 900er wollte ich euch noch zeigen und ein Glückstausch. Mir fällt gerade ein, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich eigentlich auch noch einkaufen gehen. Aber das seht ihr dann nicht. Nur noch 8 wackere Krieger. Wobei einer ist mein kleiner, also 7 wackere Krieger. Kriegen wir endlich mal was Gutes? Wobei, das können wir uns eigentlich für Darkrai aufheben. Unser Glück. Der Typ kommt eh nochmal wieder in Shiny. Und dann kommt er nochmal wieder in Shiny mit einer besseren Attacke. Und dann kommt er irgendwann nochmal wieder in Shiny. Krypto erlöst. Hut, Kostüm, Rüstung mit besserer Attacke. Also kein Stress, Leute. Trotzdem hätte ich gerne einen guten. Aber das ist echt easy. Was mache ich? Wobei der kleine, also der richtige kleine, super saftig. Hat nicht so viele, erstens Gesteinsangreifer, doch ein paar Despot hat er schon. Aber hat nicht so viele Pässe, dass ich da einfach Solo Raid Tour machen kann. Schade. So Leute, Glückstausch. Und wir machen zufällig doch noch einen Raid. Das ist dann doch der 5. Gar nicht schlecht. So. Damit kriegt ein Radfratz Shiny und wir kriegen ein Schuppet. Nice. Ich habe jetzt nicht auf die WP geachtet. Jetzt fehlen wir nur noch 49. Ich check das Video von gestern ab, da habe ich ein Shiny Lucky Update gemacht. Oh. Ist okay, ist okay. 18,82. Und mit dem Gespiel von der Kamera habe ich jetzt 2 Bälle verloren. So Leute, abschließend wollte ich euch noch 2 Sachen zeigen. Mache ich schnell ohne Screen Recorder, weil wir haben noch ein paar Neuigkeiten. 1 der 900er, Tangela, 100 aus der Quest. Ich musste gar nicht lang jagen, ich hatte da echt Glück. 959. War eine leichte Quest, tausch ein Pokémon. Mach ich eh jeden Tag immer. Und die war so häufig, also die war echt sehr nice. Das andere Pokémon war ein Floink aus Mai. 618 ausgebrütet, 100%. Ja, Niantic hat gerade wieder eine Ankündigung gehabt und die hat es halt böse in sich. Text, so lang wie eine Schulaufgabe. Ich habe schon nun gescherzt, dass ich hier gleich einen Textmarker brauche und alle wichtigen Stellen markieren muss, weil... Alter, was ist das? 2 Seiten Aufsatz. Ich habe ja immer gesagt, weil die Leute haben sich beschwert, dass die Events im Februar und jetzt vor allem im März zu viel sind. Die Leute sind überfordert. Ich habe immer gesagt, mir taugt's, weil das motiviert mich.
es gibt genug Sachen, die mich motivieren, rauszugehen und zu zocken und auf die ich Bock habe. Nachdem ich das gelesen habe, hatte ich echt zum ersten Mal auch dieses Gefühl, yo, überwältigend. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, überwältigend. So viel Zeugs, so viel Text. Zum Beispiel so ein kleines Beispiel. Dienstag, den 10. März, 8 Uhr Ortszeit, bis Donnerstag, 12. März, kommt in den Raids Panzerjäger und Sumpex Schildlos, okay, ist ganz nice. Und Registrierung Cecilia. Und am Wochenende kommt irgendein besonderes Pokémon in den Raids, in Shiny. Kobalium oder Gigatina oder Darkrai, was weiß ich, ich habe schon wieder den Überblick verloren. Oder Lugia. Und Mittwoch ist die Raid-Stunde. Und wir haben noch den normalen Raid-Boss. Ja, es ist irgendwie ein bisschen viel. Schon heftig. Da haben wir noch Shiny Praktibulk und wie ist das? Checkt Spieletrends wieder ab oder checkt die Infografik von Couple of Gaming oder so ab. Die fassen das dann alles nochmal schön zusammen und dann gönne ich mir die Zusammenfassung. Weil es ist halt echt viel. Eine Menge PvP-Zeugs. Was ganz interessant ist, Elite-TMs ab Rang 7 als Belohnung am Ende der ersten Season. Und damit kann man A. Erstens bestimmen, was man bekommt. B. Legacy-Attacken wieder erlernen. Was sehr nice ist für die ganzen Attackensammler und sowas. Was sehr leidend ist für die ganzen Attackensammler, weil die haben bestimmte Pokémon eine Menge hergegeben, um irgendein Legacy-Moveset zu bekommen. Legacy-Moveset-Pokémon. Ja, und jetzt ist es halt nicht mehr Legacy, jetzt ist es normal. Aber wir wissen ja, bei Niantic bleibt nichts selten und alles wird wiederkommen, alles. Aber für die meisten, die das nicht sammeln, ist es ganz nett, irgendwelche Pokémon die guten Attacken beizubringen. Zum Beispiel habe ich einen 100er Tarnel, Metagross. Das habe ich vor dem Sealer entwickelt und ja, kann man ja jetzt ändern. Ja, eine Menge PvP-Zeugs. Gero Niemals kommt als Belohnung. Und legendäre und mysteriöse Darkrai und Gigatina waren das, glaube ich, kommen auch als Belohnung. Ersetzen PvP-Kämpfe jetzt an Raids. Raids werden immer unbeliebter. Eure Meinung unten in Kommentare. Aber netter Zusatz. Auch ein Anreiz, überhaupt PvP mal zu zocken. Weil mich juckt das ja so überhaupt nicht. Aber für ein paar Legendäre, die man dann auf 100 farmen kann, also zumindest versuchen zu jagen auf 100 Shiny und sowas, wieso nicht? Da braucht man keine anderen Leute. Könnte schon sehr interessant werden. Könnte echt ein Anreiz, ein Grund sein, um PvP zu zocken für die legendären 100er. Ansonsten mehr Staub, mehr Kämpfe während des Kampf-Events oder PvP-Kampf-Events. Gönnt euch. Liest gerne die ganze Nachricht durch. Aber das war so das Wichtigste. Ein paar Legendäre kommen in die 5er Raids zurück. Legendäre in den Belohnungen, PvP-Belohnungen, Begegnungen und das neue Pokémon, wie heißt es mal, Gero Niemals. Das war so die grobe Zusammenfassung. Für mehr Details gönnt euch selber den Text. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.